Hallo miteinander, willkommen zurück zum Mountain Blade to Bannerlord mit Torrin Kent. Da sind wir im hohen Norden bei den Rebellen und Revel. Was wir mit denen jetzt machen, das ist eine ganz andere Frage. Ich würde ja potenziell vielleicht eventuell hier mal so eine Truppe angreifen von denen, aber da ist einer. Wofür? Und das sind 23 Looter. Hallo. Ich bin Torrin, wer bist du? Ich bin hier um meine... Ah, nicht das wirklich. Ich muss jetzt gehen. Warte. Sag mal, was die da so hat hier. Also wir haben halt nicht so viel mehr. Ne? Das sind halt, wir haben nur 5 Leute mehr. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ja, wieder die ganze Meute neu aufzubauen, wenn wir wieder die Hälfte verlieren. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich gerade habe hier. Güte, ist echt all over the place, ne, was die Zeiten halt mittlerweile wieder angeht. Unglaublich gut, die Jungs hier. Schaut sie euch an. Euch noch Schilde mit Gold besetzt sind. Schönere Stiefel vielleicht. ja, wie wär's, wenn... Okay, das sieht schon besser aus. Da werden wir gleich diejenigen, die übrig bleiben, angreifen. Oh, wow. Wir haben das echt nur gedreht, ha? Unglaublich. Sie haben es echt gedreht. So, aber sieht es denn jetzt besser aus hier oben? Es sind einfach zu viele. Na. 260 Mann Garnisonen sind zu viel für uns. Da ist Tyl. Er hat keine Reihe Kavallerie. Hallo Tyl, ich bin Torrin, wer bist du denn? Ich bin hier. Was? Torrin. Ich bin hier um meine Dinger, ja? Du wirst jetzt sterben. Matt, I'm not Annie. Aber ich will dich aber angreifen. Ich kann ihn nicht angreifen. Okay. Stimmt ja. Tja. Musst du das nicht trotzdem gehen? Gut, töten wir eben ein paar Looter. So, schön. Angriff, ja. Ich will halt auch nicht meine letzten 100 Dinger, die ich habe, jetzt dafür rausblasen, mehr oder weniger. So, greift mal alle an hier, ne? Ja, unser wunderschönes, wunderschönes Schwert. All is lost. Kniescheibenschuss. Noch einer. Meine Güte, wie gut wir mit diesem Zeug treffen mittlerweile. Ja, ich meine, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ja hier tatsächlich der nächste Krieg ausbricht. Wir werden jetzt einfach mal so ein paar Karawanenmissionen vielleicht machen. Einfach Quests, um uns ein bisschen zu beschäftigen. Primär geht es uns ja einfach darum, Renown zu sammeln weiterhin. Okay. Hier läuft irgendwo noch einer. Guck mal, das Ding ist mit dem Banner. Das sieht schon geil aus. Ja! Es ist so schade, dass der Dismemberment-Mod nicht funktioniert. Yamato ist ein besserer Reiter geworden. Ah, no quarter for the Craven. Ah ja, man muss diese Sprüche einfach lieben, ne? Auch wenn man sie 100.000 Mal gehört hat. So. Genau, das heißt, wir gehen mal zu uns hier runter nach Velukat oder so.
können mal gucken, ob wir unterwegs vielleicht noch. Guck mal, da ist ein Turnier. Sowas kann man zum Beispiel gleich mal mitnehmen wieder. Hi. Die Arena. So, dann machen wir das und dann werden wir ein paar Quests machen unten im Süden. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Das größte Problem an manchen Quests ist ja immer, was heißt immer, also. Was ist das für ein. Das ist ja ultra kleiner Dude hier gewesen, ne? Na, großartig. Das war Miyamoto mal wieder. Diesmal nicht. Hast du? Okay. Wir sind jetzt mit Miyamoto im Team und mit Red gegen Kalu, Kranak und Sugimoto wieder. Das ganze Turnier ist ein Heimspiel. Bitte, was? So, warte mal. Au. So, erstmal schön. Als ob ich nicht getroffen habe. Mir alternativ einfach sein Pferd holen, ne? Also das hier meine ich. Ja, ganz genau, Bruder. See you in hell, Kranak. So, gegen Red. Den Riesenboy. Alter, bin ich gerade echt in seine Axt reingelaufen, ne? Und nochmal. Ey, als wüsste er genau, wo ich hingehe. Ey, Redman. Der gewinnt jetzt wahrscheinlich auch noch. Ja, hat gewonnen. Das ist einfach unfassbar. Ey, aber dreimal hintereinander. Gang needs recruits, ne? So einen Scheiß machen wir nicht. Wann wollen wir ja tatsächlich Sachen im Westen, im Südwesten machen? Das ist das nächste Turnier. Damit wir dort entsprechend vor Ort die Leute leveln, die Notables. Ich erkabel ja die Helm, ne? I'll split your skull. Jetzt macht die Arme so wie getroffen, ah. Okay. Ist Trikulia hier? Sie wollte seine Leber essen. Von Aaron, den Federlosen. Gut gemacht, Aaron, was auch immer. Gib mir die Skip. Mit Sui zusammen. Gegen Red, Kranak, Multivitamin und Miyamoto. Wieder dieses Stream-Team, hä? Kranak wieder erledigt. So, weg mit dir. Mittlerweile soll es übrigens gefixt sein, tatsächlich in den neuesten Patches, dass die Leute die Leitern gescheit hochrennen. Also nicht so ein Scheiß wie bei uns beim letzten Mal bei der Belagerung. Wow, ich hab den echt getroffen, ne? Also okay. Sui und Kabel gegen Adam und mich. Das wird schwierig jetzt, glaube ich.
unbedingt Adam töten wollte, ne, dieser Sui. Hab ich gedacht, zieht Trick 17 ab, mach erstmal den Sidekick kaputt. So, und jetzt wir gegen Adam. Oh nein. Nicht ein zweites Mal, ja? Sehr schön. Hauptsache Arena, nur darum geht's. Wir wollen mehr Männer haben, ja? Eigentlich stimmt das nicht ganz. Wir wollen uns auch leveln. Achso, wir könnten mal gucken. Auf den Markt. Ja, guck mal, ne? Ein paar Moves wollen sie haben, auf jeden Fall. Ich will das so viel Zeug dabei, Alter. Da haben sich ein paar Pferde angesammelt, ne? Was, wir haben 70 Sumpter Horses? Der Witz ist, wir brauchen die eigentlich. Schier, ja? Wenn wir so viel Zeug dabei haben. Eigentlich müssten wir auch mal wieder schmieden. Meine Güte. Ja, mach mal. Dann. Nicht das. Na, wobei doch das auch. Das sind nur die Typen, die sich anschließen wollen. Das sieht eigenartig aus. Ach, guck mal jetzt hier, ne? Wir haben einen Punkt. Ich könnte was Stuart verbessern. So, dann machen wir Intelligenz auch nochmal hier, ja? Tatsächlich mal das Level-Up gehabt, ne? Das hat jetzt echt lange gedauert seit dem letzten Mal, aber gut, das bringt uns schon mal voran. Gute Sache. Gehen wir in die Schmiede. Sind so halb. Wir haben da mal Skinner-Stahl, hm? 10.000 für Two-Handed Mace. So, wo ist also hier der George mit 141? Ja, der könnte das hier machen, locker, wa? Ach, das ist so ein Glopper hier. Ja, keine Chance, das zu erreichen, die Werte, die er haben möchte. Und ganz ehrlich, wir machen es auf Free Build hier. Oh. Unglaublich viele Teile mittlerweile. Decorated Long Scimitar Blade. Das andere, was wir hatten, war das hier. Die Falks-Geschichte. 3. So hätte ich gerne den hier. Halbleder. Das sieht doch aus wie ein echt edler Gladius, Mann. Richtig edel. So, auch mehr Gewicht hier. So, Forge. Das ist echt ein hübsch aussehendes Schwert. Volumi. Und haben wir was gelernt? Nein. Okay, dann mach halt irgendwie sowas hier, ne? So, und hier. Und. Ich meine, klar, Long Hide Grip. Und auf jeden Fall das hier. Ja, das ist super. Kann man auch, also sie ist also super, die an die Garderobe hängen dann, das Schwert. Wie das aussieht. Dieser Griff so lang ist. Hauptsache, es wird einfach das beste Schwert, was jemals gemacht wurde, ne, so. Dekorative Krücke. Ja, Hauptsache, oh, wow, ein Ding. Irgendein komischer Leverguard. So. Doch mal ein ernsthaftes, ja. Mit Pferdchen, ne, mit dem hier. Da bräuchten wir mal mehr, bessere.
Da reißt aber das Falksblade jetzt hier nicht mehr. So. Ja, mach mal hier. Das ist dieses einhändige, einseitige Gitano. Gitano. Das war aber noch nicht alles, denn wir wollen ja schmelten. So. Könnte ich dies. Ja, wobei die Gitano könnte ich mal schmelten nochmal. So. Knives. So, die Highland. Oh Gott, ernsthaft. Wir müssen schon wieder ausruhen. So, wir können da auch noch schmelzen. So, wir können da auch refinen, ha? Huh? Bisschen Feinstil so. Fehlt uns schon wieder. Ja. Okay. Also das Ding ist halt, wir haben so viel Zeug, ne? Wir müssen es einfach mal verkaufen. 55.000. Aber warte, das sind jetzt auch die neuen Sachen dabei, die wir gerade gemacht haben, ne? Diverse Schuhe. Ja. Okay, er hat noch 14.000. So, was haben wir denn hier doppelt und dreifach? Cracked Simple Shortbow. Nee, Trusty. Nee, Cracked. Ist beides dasselbe eigentlich, aber das eine ist halt, was einer getragen hat, er schon. Mal den hier weg. Bolts. Crooked Blades hier. Tier 5, Tier 5, das passt. Wir haben Bier, Fisch, alles. Ein bisschen was von dem Eisen weg. Ein bisschen was von dem Wrought Iron weg, weil einfach zu viel ist und extrem viel wiegt. So, dieses ganze Zeug, das können wir eigentlich alles behalten. Das ist nicht gut genug eigentlich. Die behalten wir alle für eventuelle Leute mit Pferden. Ja, davon brauchen wir auch keine 100. Also jeweils zwei Stück. So. Nochmal 6.000. Ich wollte mal sogar was kaufen. Was gibt's denn so im Angebot hier? Möglichst teuer, versteht sich. Hier gibt es die schönen mit dem Fell. Ja, leider sind wir beim Helmpad nicht echt versorgt. Highland Krone. 17 und 4. Naja, ich schätze wohl. Naja, da braucht man eh nicht gucken. Okay, Spare Mounts, Pack Animals. Also, ja. Es ist ja voll wegen das Zeug, was wir mit uns rumtragen, was so viel wiegt. Gehen wir weiter. Vielleicht können wir ja auch nochmal. Ein Kenok ist nichts. Du ladest noch ein Turnier, komm. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Influence verlieren wir ja nicht. Ist also eine super Sache. Was hast du für Rival Gang? Ah, das ist doch wieder so blödes Zeug. Wir warten hier mal einen Tag lang. Und jetzt ab in die Arena. Ja, sorry, ich weiß, die Folgen zwischen den Kriegen sind immer so ein bisschen, ne, so Ladifari, wir machen halt ein bisschen was. Mein ehrliches, könnte man die auch, ja, vermutlich weglassen, knallhart. Ja. Leider wird es zeittechnisch sonst fast unmöglich, hier weiterzuspielen. Weil ich hier noch große Teile, also größere Teile rausschneide. Meine Fresse, war das knapp. Ey, zum Glück halten wir mittlerweile einen Schlag davon ganz gut aus, aber sehe schwarz für dieses Turnier hier, wenn das schon wieder solche Waffen hier sind. Oder Zweihand.
Tja, sie haben uns geschlagen. Dracolia und Sui. Wow. Und wer wird's, Red oder Sui? Es ist Sui, glaube ich. Nein, es... Doch, doch, tatsächlich, es ist Sui. Sui hat Red geschlagen. Das ist unfassbar, ne? Dass unsere eigenen Leute hier aktiv daran hindern, ranzukommen. Ach, tatsächlich. Two-handed, wow. Ja, besseres Handling, würde ich behaupten. Das ist halt, diese 25 Punkte, die wir da haben, die sind da tatsächlich einfach nur aus Turnieren, weil ich sonst nie eine 2-Antwort in die Hand genommen habe, ne? Das ist schon hart eigentlich, aber gut. Wir sind gleich da. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, mit den Quests ein bisschen was Interessantes machen können, ja? Nächstes Mal soll ich ein paar Looter töten, weil... Offensichtlich sind die hier wieder ein massives Problem. So, Luderos. Der Dead Bear ist schon mit am Start hier. Ich vertraue euch nicht. Angriff perfekt. Ach, guck mal, mit dem König gemeinsam. Das ist doch schön. Warriors, attack! Angriff! Gott. Mein Gott. Ein bisschen throwing leveln hier, ne? Ich glaube, das war eins unserer Pferde, was wir gerade getroffen haben. Also dieses Falk's Blade ist schon ganz gut. Und so habe ich im Gefühl. Da hinten rennen sie. Ich glaube, wir haben sie alle. Mal noch nicht? Okay. Schaut euch das an hier. Ja, sie haben verloren. Das ist unfassbar. Wir haben uns auch nochmal verbessert, offensichtlich mit irgendeinem Skill. Ja, wir nehmen euch mal gefangen. Ja, und deswegen machen wir das hier ja, ne? Weil jetzt, dass wir uns mal wieder... Immer noch eine Phalanx. So hart das auch ist, aber dieses schwere Infanterie, die hat uns tatsächlich in der Einschlacht echt den Arsch gerettet, dass die noch als letzte Reserve ja hinten unterwegs war. So. Hallo. Mr. Velukat, ich habe hier Leute. Drei Mercenary Guards zum Rekrutieren. Könnten einen weiteren Mann mitnehmen. Achso, in der Taverne ist da jemand, der irgendwie interessant ist? Matrion Bitterdraught. Medizin, charmant ist er. Werfen kann er auch. Vulk. Wir haben ja jetzt... Boah, blöde Frage, ne? Du brauchst auch einen neuen Namen eigentlich, ne? Es ist die Swift Danny eigentlich, aber... Da wir ja nur Männer haben, ist das jetzt der Swift Danny? Ah. Ist eigentlich Reset All. Ja, mal den hier. Und dies ist jetzt... Ray. Nein. El Ray. So, Ray regiert in Drogdae Castle. Er hat zumindest was zu essen. Elvania sieht echt nicht gut aus, ne? Loyalty von 8. Elvania, ist das nicht das, was da drüben ist? Okay, da sollten wir gleich mal nach dem Rechten schauen. Also, Heute der Mercer, Merchant Caravan, ja. Okay, also theoretisch...
ist das hier super, aber wir müssen trotzdem jetzt kurz gucken. Also ein Velug hat, können wir dann eine Karawanenmission machen. Vielleicht gibt es ja hier unten auch nochmal eine. Na, wir haben einfach mal so Steward-Punkte bekommen. Großartig. So, hi. Unserer... Ach du meine Güte. Direkt mal hier Omnitorianer mitnehmen ein. Ja, die sind natürlich hier, die kennen uns, ne? Hier holen wir uns immer die Pferde ab. Gute Geschäftsleute sind das hier. Ach, guck mal, das ist sogar ein Dinger direkt. Noch ein Turnier. Ein Dinger. Okay. Join. So, der Kampf geht weiter. Gerade unsere Kuda sind da oben mit dabei. Kula kommt weiter. Hier ist Red und Hanak dabei. Kommen beide weiter. Multivitamin und Miyamoto. Und jetzt wir. Turn zusammen mit George gegen Sui und Kalata. Beschissen. Es passiert jedes Mal, ne? Gut gemacht, George. Sehr gut. Das war ein Freudenschuss. Ja. So, Hanak und Red kommen wieder weiter. Okay. So, zusammen mit George gegen Multivitamin und Hackard. Und danach kommt schon... Alter. Das Ding kommt. Alter. Hab mich einfach erschossen. Ja, sich freut auch noch, ne? Multivitamin gewinnt das Turnier. Nein, es ist Hacker tatsächlich. Wow. Das war der Typ, der uns erschossen hat. Ich habe noch nie einen Mann so schnell in der Crossbow nachladen sehen. Ja. Das muss ein echter Könner gewesen sein. Stuart ist noch besser geworden. Also er könnte jetzt einfach bleiben und Stuart leveln lassen. Red ist noch besserer Scout. So. Das Castle managen. Also wir brauchen hier offensichtlich mehr Essen, ja. So, baue die verdammten Gärten, ja. Und dann, ja, die Baracken brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. So, und dann Kastellan. Moral, Militia, Bonus zu Texas, ja, finde ich gut. Und mehr Milizia. Mehr Milizia, ja. Little Defaults, Train Militia. Ja, ne, wenn es dann soweit ist, aber erstmal baust du hier. Ein bisschen was hier ablegen. Stash ist natürlich leer. Also gut, dann schauen wir mal. Ich habe die auch einen Krieg abbekommen, vielleicht wurden die ja geradet oder so. Da ist dieser Hacker-Bastard. Bist du? Ja, Escort Merchant Caravan. Okay. Pork, hi. Ich bin Dorn, wer bist du? Ja, ich hab gehört, du brauchst Hilfe. Ja, ja. Ja, ich werde sie selbst eskortieren. Hm? 35 Minuten. Na, wir müssen jetzt erstmal hier bleiben. Ja, vergiss das mal ganz schnell hier mit dem. Ach, da ist auch ein Turnier hier. Ah ja, und da sind die Raider. Raider. Halt Karawan. Angriff! 40 Mann, die werden wir vernichten. Nicht nur ihr. Alle! Charge! Im Sumpf hier natürlich. Ja.
okay, okay. Sie fliehen. So, Karak, sie fliehen. Oh, ist einer von meinen. Ich hab mich an jemanden. Erstmal schön an das Ding gepinnt hier. Okay. Noch ein paar von ihnen erwischt. Ist okay so. Die meisten werden natürlich fliehen. Es gab immerhin 4,6, ne? Also das ist schon okay. Wieder ein kleines Level Up. Wunderbar. Gib mir all euren wertlosen Plunder. So. Wir machen mal kurz das Turnier, solange wir hier sind, versteht sich. Ja. Skibidi Skip, Dushka und Miyamoto. Das sind alles, ja, gegen jeden Duelle hier. Zwei Halsschüsse. Keine. Kali, der Prinz war das. Ich würde sagen, keine wilden Versuche hier mit dem rumkicken. So. Wie schaut's aus? Zweierdienst. Wir mit George schon wieder. Clark und Carlo haben ein Team zusammen und wir haben das auch mit dabei, ja? Ups, Entschuldigung, George. Alter, wie sie mich weggeradert hat. Und Dushka. Und Apalanea. Tja, wir sind aber trotzdem weiter gegen George. Das Duell der Giganten hier. Sparring-Flesser. So, und jetzt ging Apollonia. Solo-Round. Okay, okay. Schild einfach magnetisch bei ihr, ne? Gut so. Oh, wow. Das war ein schöner Kopftreffer, würde ich sagen. Cool. Mehr Renown für uns. Ich wage es gar nicht zu schauen. Aber jetzt macht er sich auch wieder gewonnen. Wir sind Erster. Wir sind besser als Kaladok. Kaladok, der Bad. Warte mal, bist du denn nicht tot, hä? Haben wir ihn nicht getötet? War das ein anderer? Auf jeden Fall sind wir der König. Das ist eins Renown. Deswegen, Freunde, machen wir das, ja? Das ist der große Wert. Jetzt müssen wir nur noch 133 Tage warten und nichts tun. Dann sind wir auf dem nächsten Clan hier. Oh boy. So, warte mal. Mach mal kurz diese Typen hier noch weg. So. Wo ist denn der? Der Dude. Da. Dachte ich gar schon, dass er ohne uns los. Zum Beispiel Sanella. Was backen? Gut. Ja, mal schauen, ob noch ein Angriff kommt. Wahrscheinlich schon. Naja, da sind die nächsten Raider. Hallo. Wir helfen doch gerne. Wieder ein radikaler, massiver Sturmangriff. Troops! Charge!
So. Mach sie fertig, diese Mountain Pillager. Hahaha, sagt er. Ich glaube, sie fliehen schon. Natürlich fliehen sie schon. Ich hab dich nicht getötet. Oh, ist nur ausgenommen, zum Glück. Spitzenstürmer. Wollen wir nicht verlieren, natürlich. Ja. Da gibt's nicht viele in der Liga. Rodok Footman. Genau, Levy Infantry. Mercenary Swordsman. Hired Blade. Haben wir jetzt auch mal tatsächlich mal einen am Start. Schütze. Das ist der erste hier. Sieht ja recht okay aus, ne? Das Value ist jetzt nicht so gut, aber das passt schon. Hier die Dattelfelder von Ayvaltas, ne? Das ist nicht Datteln, wachsen ja genauso im Boden. Die fördert man wie Lehm, so ähnlich. So, hier ist auch nochmal ein Ding. Join! Ich sag's ja, ne? Es ist ein gutes Leben. Okay. Linus Sparring hier. Was hat er sich denn gedacht, die mittlere Infanterie hier? Ne? Endlich! Damit Dracula gegen Sui, ein Rodok Serf, George Miyamoto und Damian. Damian! Wo kommst du denn her? Hervorragend! Hervorragend! Ja, der Tag gehört uns und die Nacht auch. So. Oh. Ich hatte ja so gelacht. Oh, Junge. Er lebt ja noch. So, vorbei ist Sui. Der weiß auch nie, wann genug ist, der Junge, ne? Immer nachtreten. Ja, ist ja wie ein Kommentar hier. So, gegen Dracula, ja. Ein Fußtreffer. Und glatt durch die Schulter. Sehr gut. Sehr gut. Das läuft doch wieder mal. Nach einigen Verlusten. So, wo kommt der gute Mann jetzt raus? Jetzt mal als nächstes hin. Haben wir noch Zeit, diese Looter zu vernichten? Unadrolled Land, der ist vorbei. Okay. So, Surrender or Die. Schick die Truppen rein. Wie hier, stirbt jemand? Nein, alles gut. Mal ganz kurz die, das, oder das eine Upgrade besser gesagt. Utman. Okay. Ich schätze das besser als nichts, und wir kriegen ja tatsächlich. Nee, wir sind fett im Minus. Wieso bezahlen wir eigentlich? Garrison von Elvania Castle. 904? Was? Wieso ist das so viel? Wenn da so krasse Leute stehen in Elvania, nach Askar müssen wir jetzt. Und die nächsten Raider. Raider. Okay. Auf ein neues. Auf ein neues. Footman! Give them hell! Soldiers! At them! Du erst die Balance und dann der ganze Rest natürlich.
Disziplin? Komm schon! Sie nicht entkommen? Jawohl! Na? Ja, genauso. Wie ein echter Pro. Mein Gott, was passiert hier eigentlich? Es ist wieder soweit, ja? Gut. Sehr gut. Ja, was behaupten die Quote derer, die wir angefangen haben, ist größer als sonst, ne? Aber... okay. Ein weiterer Spitzenstürmer, sehr schön. Und noch mehr Sumpter Horses. Wo müssen wir hin? Da unten nach Aska. Okay, wir sind also gleich fertig. Wahrscheinlich. Was ist eigentlich hier los? 46 Tage. Was? 2 von 6? Willst du mich eigentlich verarschen? Ein Jahrzehnt werden wir unterwegs sein. Okay. Schauen wir zumindest, ob es irgendwas Cooles gibt. Das lautet nein. Reale Brustplatte. Cadet Imperial Helm with Metal Strips. Wird dann sowas freiwillig anziehen? Man sowas anziehen kann. Unfassbar. Komm, verkauf mal den ganzen Müll. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir knallhart genau jetzt an der Stelle mal einen Cut machen für die Folge. Und uns beim nächsten Mal wiedersehen, zur zweiten Hälfte des Karawanen-Eskortierens. Und ja, vielleicht passiert ja bis dahin auch ein bisschen was. Was wird denn da migriert? Aber wieso, ist die Frage. Ist da etwa etwas im Busch? Ist etwas im Busch, ist die Frage. Wir werden sehen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao. Euer Torn.